So, und jetzt alle. Na, 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 na. Erik, so funktioniert dieses Spiel nicht. Bei uns sind heute eiskalte Zeiten angesagt. In diesem Sinne herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Balea Badvergnügens. Ja, passend zur kalten Jahreszeit haben wir nämlich für euch die besten Pflegetipps für gestresste und quasi eingefrorene Winterhaut mit dabei. Nicht wahr, Sarah? Das stimmt, lieber Erik, denn im Winter braucht Haut und Haar besonders viel Pflege. Und weil wir uns ja nicht so richtig damit auskennen, haben wir uns zwei unglaublich talentierte und wissende Damen eingeladen. Zu meiner Linken, die Tina. Hallo. Tina, du warst schon mal hier und du bist wiedergekommen. Ein gutes Zeichen. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht das letzte Mal mit euch. Wunderbar. Ja. Und zu meiner Rechten habe ich eine YouTuberin namens Agnes. Dein Channel heißt? Foxy Loves. Genau. Aber bevor ihr uns zeigt, was ihr so richtig drauf habt zu dem Thema, muss der Erik euch noch was sagen. Eiskalte Kompetenz und eiskalte Wahrheit- oder Pflichtaufgaben bei uns. 1, 2, 3 und... Pflicht. Oje, oje. Agnes, wir überlegen uns was Schönes, ja? Okay. Aber ich verspreche dir, du bist nicht alleine. Gut zu wissen. So, jetzt aber zurück zu den wirklich wichtigen Themen, zu unseren Winter-Beauty-Tipps. Was macht eigentlich der Winter mit unserer Haut? Ich meine, im Sommer überlebt sie auch irgendwie. Was passiert im Winter? Die Haut ist ja unser größtes Organ, reguliert eben die Temperatur. Das bedeutet aber auch, dass sie die Talgproduktion runterfährt. Und demzufolge haben wir eben oft trockene, spröde, rissige Haut im Winter. Ihr habt uns eure Winter-Beauty-Hacks mitgebracht. Wer möchte denn anfangen? Mein erster und allerliebster Tipp, das sind natürlich die Hände, denn wir haben sie eben nicht die ganze Zeit in Handschuhen drin und die armen Händchen leiden sehr. Demzufolge gibt es einen ganz tollen Trick. Man kann einfach über Nacht eine Handcreme auftragen. Also wir haben hier ein ganz tolles Produkt, ein Handkonzentrat. Ist auch ein bisschen reichhaltiger noch. Wenn du magst, gebe ich dir mal ein bisschen auf die Hand. Ich bin darum. Die zarten Händchen. So, einmal hier. Das gleich. Oh, das ist aber so mit Liebe, ne? Und dann kommt nämlich der Clou, weil wir machen das ja über Nacht. Okay. Ach so. Soll ich da jetzt mal reinschlüpfen? Den darfst du jetzt mal anziehen. Super. Geht das? Ich weiß nicht, ob meine großen Hände in diesen Handschuh passen. Gerade hier so im Studio, kann ich sagen, ist auch gar nicht warm. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt auch einen Handschuh tragen kann. Agnes, komm, gib mir und mal jetzt deine kannst Hände. Du einfach so das über Nacht einwirken lassen und die Hände sind morgens wunderbar weich und gepflegt. Manche von euch kennen das vielleicht. Wenn man so spröde Lippen hat und so Schüppchen auf den Lippen, dann sieht auch der Lippenstift einfach gar nicht gut aus. Deswegen vielleicht als allererstes mal ein Lippenpeeling machen. Einfach einen halben Teelöffel Olivenöl, einen Teelöffel Honig und einen Teelöffel Zucker. Das Ganze verreiben und dann mit kreisenden Bewegungen mit dem Finger über die Lippen gehen. Dann sind die Lippen auch wieder von Schüppchen befreit und der Lippenstift sieht gut aus. Am besten noch eine Pflege auf die Lippen. Soll ich sie dir mal reichen? Ich vermute total mal, dass gern. Die einzige hier auf dem Tisch ist. Das genau, das ist die Intensivlippenpflege von Balea. Okay. Und damit sind die Lippen dann wunderbar gepflegt. Wir haben hier zwei Produkte, die ich euch ganz, ganz dringend ans Herz legen möchte. Und zwar ist da Urea drin. Urea ist ein synthetisch hergestellter Harnstoff. Wir haben eine Tagespflege und eine Nachtpflege. Und die Nachtpflege, die kann auch ruhig so ein bisschen dicker aufgetragen werden, weil die Haut natürlich sich über Nacht regeneriert und dann wunderbar erholt am nächsten Tag wieder voll genährt mit Feuchtigkeit erstrahlt. Das heißt, wir haben jetzt Hände, wir haben Lippen für den schönen Kuss und wir haben das Gesicht. Was passiert jetzt noch? Ein paar von euch leiden vielleicht auch unter trockenen Ellenbogen im Winter. Ja. Das sind so die klassischen Stellen. Da kann man ganz einfach zum Beispiel so ein Handkonzentrat nehmen und das ganz, ganz dick auftragen abends, dann den Schlafanzug anziehen und es einfach über Nacht einwirken lassen. Und das wirkt wirklich Wunder. Das funktioniert auch an anderen trockenen Stellen. Zum Beispiel Schienbeine ist auch so eine Stelle, wo öfter mal ein bisschen juckt und spannt. Und ja, damit sollte es dann hoffentlich wieder gut sein. Ja, gut, das stecke ich dann direkt für mich. Ich habe es nämlich nötig mit den Ellenbogen. Du brauchst jetzt so einen LKW damit. Aber jetzt haben wir Ellenbogen, Schienbeine. Was mit trockenen Füßen? Was es da gibt, ist ein ganz tolles Produkt und zwar die Fußmaske mit Babassu und Macadamia-Nussöl. Öl ist natürlich ganz, ganz wichtig im Winter. Ja, alles, was reichhaltig ist, pflegt, vor Kälte schützt, super Produkt. Und das kann man genauso am besten auch nachts oder abends vor dem Schlafengehen auftragen. Und dann ein paar schöne, schöne warme Wollsocken anziehen, zack, unter die Decke einen warmen Tee trinken und schön schlummern. Ja. Und morgens hat man weiche, zarte Füßchen, die gut riechen. Da stelle ich mir gerade lustig vor, wenn ich dann mit den Handschuhen und den Socken so im Bett liege und mich dann nicht mehr rühren kann. Und sonst nichts.
Nee, ja. Sonst natürlich nicht. So wie ich halt im Winter grundsätzlich schlafe. Grundsätzlich nur mit Handschuhen und Socken, wie man es von zu Hause kennt. Generell kennt man das ja, oder kennt vielleicht nur ich das, dass im Winter die Haut manchmal so ein bisschen einfach extrem trocken ist und ein bisschen juckt. Da kann man auch ganz gut dagegen wirken. Mit dieser Creme Oil Body Lotion. Ganz wichtig ist auch, dass man nicht zu heiß duscht. Und nach der Dusche sollte man sich auch nicht zu grob trocken rubbeln. Also am besten schön abtupfen. Bei mir ist es nur manchmal so, dass es mich einfach friert nach der Dusche. Da ziehe ich mir immer einfach meinen Bademantel an, kämme schon mal die Haare und wenn ich ihn dann wieder ausziehe, bin ich quasi trocken, ohne dass ich mich abgetrocknet habe und meine Haut wurde damit überhaupt nicht gereizt. Und dann so eine Cremeöl-Bodylotion drüber und alles ist wieder gut. Auch so ein Winterproblem ist ja keine Sonne oder wenig Sonne und dadurch sehr fahle, blasse Haut. Schlimm, das schlimm. Stimmt. Man sieht ja echt tot aus. Um dem entgegenzuwirken, gibt es zwei ganz gute Tricks. Also das erste ist immer ein Peeling machen, einmal die Woche. Das entfernt die abgestorbenen grauen Hautschüppchen und die Haut ist wieder rosiger. Und was ich richtig, richtig toll finde, ist, wenn man eine Pflege nimmt, die auch einen kleinen Ticken Selbstbräuner mit dabei hat. Also das heißt, man kriegt so ein bisschen wieder so einen Sommerglow auf die Haut. Und der Vorteil bei dem Produkt ist auch, dass es nicht so eine hohe Konzentration an Selbstbräuner ist und es nur so einen ganz, ganz leichten Touch kriegt. Wie sieht das jetzt aus? Ne? Ich muss ja mal für die ganzen Männer, die jetzt gerade zuschauen, hoffentlich, fragen. Da sind ja überall Damengesichter abgebildet. Aber wir Männer dürfen doch die Creme auch benutzen, oder? Bei den Männern sind die Duftstoffe immer noch ein bisschen individueller abgestimmt und manche Produkte sind auch spezieller für die Männerhaut. Aber das ist ein Produkt, das ein Mann natürlich genauso wunderbar vertragen kann. Das kennen wir, glaube ich, im Winter auch, dass das Haar einfach insgesamt ein bisschen trockener ist. Ja. Gibt's da was? Da gibt es auch eine ganz tolle Reihe, die da ein bisschen Abhilfe verschafft. Die Oil Repair Reihe. Da gibt es einmal das Shampoo. Ganz wichtig dabei ist, das nur auf der Kopfhaut zu benutzen und nicht die Längen so intensiv damit einzuschamponieren. Und danach kann man natürlich eine Spülung benutzen. Und für etwas extra Pflege alle paar Tage, einmal die Woche, je nachdem wie strapaziert das Haar ist, gibt es dann noch die Oil Repair Express Kur. Die kann man auch wunderbar über Nacht einwirken lassen. Einfach die Haare nochmal in ein Handtuch einwickeln, vielleicht nochmal ein extra Handtuch aufs Kopfkissen legen, damit es nicht irgendwie sich da verteilt. Und am nächsten Morgen, ihr werdet die schönsten Haare haben. Aber manchmal nerven genauso ein, zwei Haare, die partout nicht runtergehen wollen. Die dann stehen dann so wie Antennen ab und ärgern mich. Also was du machen kannst bei so einzelnen Haarsträhnen, du kannst einfach ein bisschen Haarspray auf einer Zahnbürste sprühen. Okay. Und damit dann drüber gehen, wie so mit so einem ganz leichten Kamm. Ja. Und damit ist das Problem mit den Strähnen erledigt. Falls alle Haare irgendwie fliegen, kannst du einfach ein ganz bisschen Handcreme in die Hände schmieren und dann mit deinen Händen ganz leicht über die Haare gehen. Das glättet die dann auch nochmal. Also ich würde sagen, das waren unfassbar gute und viele Tipps. Auf jeden Fall sind wir jetzt alle gewappnet für den nächsten Winter, beziehungsweise den Winter, der jetzt ansteht. Vielen, vielen Dank. Gerne. Aber leider, leider, leider kommt trotzdem die Wahrheit- oder Pflichtaufgabe. Wir haben uns was ganz Schönes überlegt, wo wir alle vier dabei sind. Es geht nämlich um Schminken. Aber das Gute ist, dass wir quasi alle auf dem gleichen Level sind. Denn wir werden nicht irgendwie schminken, sondern mit dicken, fetten Winterhandschuhen. Ach, und nicht uns selber, sondern uns gegenseitig. Ich würde sagen, wir bereiten das Ganze einfach mal vor. Die sind so schon sehr unpraktisch und noch unpraktischer beim Schminken. Hallo! Das waren wir die Zähne. Hallo! Bleib hier, Sarah! Damit sind wir eigentlich auch am Ende unserer eiskalten Sendung. Wir haben noch einen völlig von der Rolle Zitat. Ihr kriegt beide eins. Moin. Okay. Bitte schön. Mit nach Hause nehmen, sich darüber freuen und ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert es einfach gerne unten hier unter unser YouTube-Video. Was hat euch besonders gut gefallen? Vielleicht habt ihr auch super Tipps zu den Produkten, wie man die im Winter noch anwenden kann und wie ich mich jetzt wieder sauber kriege, wie auch immer. Ansonsten, wenn ihr das Ganze auf dm.de schaut, schaut euch die tollen Winterprodukte an, die Balea noch zu bieten hat. Mehr bleibt uns eigentlich nicht mehr zu sagen, außer eiskalt tschüss. Ciao. Ciao. Im Winter hält nicht nur die Natur ihren Schönheitsschlaf.